Servus zusammen und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge Landwirtschaftssimulator 22 und wir spielen die Map Zilonka und ich habe hier nochmal ein bisschen rote Beete geerntet und bin gerade mit dem John Deere unterwegs und verfolge sozusagen mit dem Erntegerät unseren Fiat Agri, der auf dem Weg ist zur Dosenfabrik, zur Konservendosenfabrik, die ich ja gekauft habe. So, denn nur so bringt man hier auch ordentlich, ich sage mal, Geld in die Kasse. Okay, er biegt links ab, wir biegen rechts ab zu unserem Hof. Und dann werden wir die Reste der rote Beete dann noch in unsere Konservenfabrik werfen und produzieren. Also ich muss schon sagen, das scheint sich ein bisschen auf jeden Fall zu lohnen. Gar nicht mal so verkehrt und ich muss auch bis jetzt sagen, also der Ersteindruck gefällt mir doch relativ gut. So, dann fahren wir mal hier auf unseren Hof. Hier habe ich auch ein bisschen noch was gekauft, nämlich das eine oder andere habe ich dann doch noch als Mod hochgeladen beziehungsweise hier mit in das Spiel mit aufgenommen. Zum Beispiel hier eine kleine Werkstatt, die wir ja auch brauchen, um zum Beispiel ja den Anhänger und ich habe jetzt dann doch auch den Anhänger genommen hier aus dem Pack. Hier aus dem Expansion und mit dem lässt sich dann auch wesentlich leichter arbeiten als eben zum Beispiel mit diesem Anhänger, der ja eigentlich ein Ballenanhänger ist. So, die Erntemaschine kommt da hinten mal rein. Die werden wir jetzt erstmal hier abstellen. Sehr gut. So, und dann springen wir hier zu unserem Fiat. Stopp, Motor an. Und dann werden wir die restliche rote Beete hier und mal in unsere Konservenfabrik bringen, damit die auch ein bisschen was zu tun hat. So, und wir achten nochmal darauf, auch hier die Kisten werden verkauft für 230 Euro das Stück. Für 130 gekauft und für 230 verkauft. So, dann werden wir den Wagen eventuell wieder umbauen. Ich weiß es noch nicht. Doch, müssen wir, denn wir sind jetzt im Oktober. Für diesen Monat ist eigentlich gut. Wir werden den Wagen jetzt umbauen, denn im nächsten Monat müssten wir eigentlich unsere Sonnenblumen ernten können. Und dazu brauchen wir ja ein kleines Gebiss, das wir noch kaufen müssen, denn den Drescher, den haben wir uns jetzt doch geleistet. Den guten Topliner, der uns schon so viele gute Dienste geleistet hat. Unser Grasfeld ist auch schon theoretisch erntereif, aber wir warten noch. Ich habe in der Zwischenzeit auch ein bisschen hier nachgefüllt, was Wasser und Gras angeht. Das heißt also, unsere Schafen geht es gut. So, wir testen mal hier an, ob das hier soweit funktioniert. Sehr gut, das funktioniert. Dann werden wir das jetzt mal umkonfigurieren. Brauchen wir wirklich das Große? Nee, ich glaube, das Kleine reicht auf jeden Fall. 14 Kubik, jo, wunderbar. So, und dann habe ich hier auch das Gewicht gekauft, hier mit dem Zugmaul. Ganz, ganz wichtig, denn in Verbindung hier mit dem Teil hier vorne, ich muss schon sagen, nicht schlecht, Herr Specht. Also das macht auf jeden Fall Sinn. Und ich habe mir das Ganze auch ein bisschen abgeguckt beim Sense, der ja auch schon hier auf dieser Map unterwegs ist. Ups, hallo, den Wagen nicht vergessen. Und so macht es wirklich Sinn, hier mit dem Wagen, mit dem Anhänger, dann umgestellt auf Ballen und dann hier mit dem Teil hier entsprechend die Paletten aufgeladen. Das funktioniert sehr, sehr gut, meiner Meinung nach. Natürlich hakt es ab und zu, muss man auch sagen. Ab und zu hakt es, aber sei es drum, wir wollen ja auch ein bisschen was spielen. So, dann lassen wir mal den hier so lange hier stehen. Und dann würde ich vorschlagen, dass wir den hier parken. Sehr schön, sehr schön. Und ihr denkt bitte daran, ganz wichtig, falls ihr keine weitere Folgen mehr verpassen wollt, dann wäre es doch herzallerliebst, würdet ihr den Kanal abonnieren. Aber ein Kommentar oder ein Däumchen hilft auch. Recht schönen Dank an der Stelle auch allen Neuabonnenten auf diesem Kanal. Freut mich sehr. So, wir gehen in den nächsten Monat. 8 Uhr sollte eigentlich ausreichend sein. Und dann schauen wir mal nach. Dann schauen wir mal nach, wie es aussieht. Mit unseren Sonnenblumen, mit den zwei Feldern, dass wir die auf jeden Fall hier ernten können. Oh, ist aber dunkel, dunkel, oder? So, das sieht gut aus, würde ich sagen. Das Ganze ist erntereif. Oh ja, ja gut, aber Ertrag 100%. Auf jeden Fall muss das Material runter.
Und jetzt überlege ich gerade, wie man das am geschicktesten machen. Ja, jetzt mit ihm davor zu fahren. Auf der anderen Seite haben wir das andere. Ja, okay, wir machen folgendermaßen. Also, wir nehmen den Kollegen hier raus. Weil mir geht es nämlich um den Schneidwerkswagen. Der steht nämlich noch drüben auf dem anderen Feld. So, wir machen mal hier ein bisschen Licht an. Auf jeden Fall haben wir hier eine gute Position, was die Expansion des Hofes angeht. Also wir haben hier noch einige gute Flächen nebendran und dann können wir auf jeden Fall, wenn hier sich die ganze Sache gut entwickelt, noch ein bisschen expandieren. Weil ich habe mir auch mittlerweile ein bisschen angeguckt, einen schönen Schweinestall zum Beispiel. Aber weil hier hat es zum Beispiel Flächen, Grasflächen und Bauflächen und wir können ja mal kurz nach oben gehen. Also hier hat es zum Beispiel Flächen zum Bauen. Und natürlich kann man hier noch erweitern. Der gute Paddy hat das ja gemacht mit seinem Hofbau, hier in die Richtung noch erweitert. Und natürlich können wir auch hier zum Beispiel bauen. Und da würde dieser, oder auch hier drüben, und da würde nämlich dieser Schweinestall, den ich mir da rausgesucht habe, ganz, ganz gut hinpassen. Naja, aber wie gesagt, das sind Themen für die Zukunft. Jetzt wollen wir erstmal schauen, dass wir hier das Ganze so ein bisschen zum Laufen bekommen. Deswegen würde ich dieses Schneidwerk erstmal hier ablegen wollen. Okay. Naja, ich denke, hier kommt es ja nicht fort. So, und zack. Okay. Jetzt muss ich gerade mal schauen. Das Feld müsste doch eigentlich... Ach. Das ist ja auch erntereif, merke ich gerade. Ja, natürlich, unsere Sojabohnen sind auch erntereif. Und das Feld hier, das habe ich auch schon mal gekalkt. Gedüngt wird dann im nächsten Monat. Dann fällt mir ja gerade ein, dann können wir das ja so machen. Dann legen wir hier doch gleich mal los. Ich dummerle. So, dann haben wir nämlich zwei Felder Soja und die zwei Mais, Sonnenblumenfelder, die wir ernten können. So, Drescher ausklappen. Dann können wir nämlich ihn hier losschicken, damit die Felder auf jeden Fall mal leer werden. So, ab die Post. Dann nehmen wir ihn hier zum Abtanken. Weil wir bringen sowieso alles erstmal hier zum Hof. Das ist überhaupt gar kein Thema. Das werden wir dann irgendwann im Winter verkaufen, wenn beste Preise sind. So, und dann werden wir mit unserem Fiat lostigern und dem Schneidwerkwagen und holen dann das entsprechende Maisgebiss. So, dann bringen wir den nämlich hier mal in Position. Jo, mit dem Johnny, der macht mir auch richtig Spaß. Nicht schlecht, das Teil. Okay, das hier lassen wir erstmal hier. Hier kommt es nicht weg. Stopp, das muss runter. Okay, und hinten machen wir wieder hoch. Und wieder runter. So, ein bisschen Licht kann auch hier nicht schaden. Jetzt fällt mir gerade was ein. Können wir das Ganze zum Hof liefern? Das bringt ja gar nichts, weil wir können ja das Schneidwerk überhaupt nicht oder beziehungsweise das Gebiss gar nicht auf das Schneidwerk packen. Dazu brauchen wir ja den Drescher. Das ist jetzt auch ein bisschen blöde, würde ich jetzt fast sagen. Dann fahren wir jetzt nur mit dem Drescher dahin, um praktisch das Schneidwerk da drauf zu packen. Oje, oje. Ich überlege die ganze Zeit, ob das wirklich Sinn macht. Aber eine andere Möglichkeit gibt es nicht, weil ich habe jetzt hier kein Mod oder irgendwas drauf, damit wir hier unendlich Kraft haben, um das Ding hier drauf zu werfen. Und ich wüsste jetzt nicht, wie man das sonst machen können. Und nur zum Aufladen jetzt einen Drescher mieten oder ähnliches. Ich glaube, das macht auch keinen Sinn. Okay. So. Dann spurten wir mal rüber. Jupp, dann fahren wir nämlich selber. Hilft nichts. Heute fährt der Chef selber. So.
Dann einmal das Vorgewende, bitte. Sehr schön. So, mich würde es mal ein bisschen interessieren, wie euch eigentlich diese Map gefällt mittlerweile. Ich glaube, es gibt ja einige Kollegen, die hier unterwegs sind. Der Paddy, Agarplay und The Sense und andere, die natürlich hier auf der Map tätig sind. Und da wäre es natürlich interessant, mal zu wissen, was ihr denn mittlerweile hier für einen Eindruck habt. Und jeder macht das ja auch ein bisschen anders. Und ich muss ja persönlich sagen, was jedenfalls das Thema die neuen Früchte angeht, finde ich das gar nicht mal so schlecht. Ich habe jetzt, wie gesagt, die Pastinaken am Anfang geerntet. Jetzt habe ich dann nochmal einen Auftrag entgegengenommen, um rote Beete zu ernten. Und ich finde, das funktioniert eigentlich ganz, ganz gut, wenn man eben mit diesen Kisten arbeitet. Mit dem Erntegerät, mit den vier Kisten, das sind 8000 Liter. Der fährt schön übers Feld. Das funktioniert relativ gut mit dem Helfer hier auf der PlayStation. Wir müssen ja immer davon ausgehen, dass wir hier ja nicht den Luxus von Cosplay oder ähnlichen Autodrive-Funktionen haben, sondern wir müssen uns hier wirklich auf die Giants-Helfer verlassen. Und das funktioniert meines Erachtens nicht perfekt, aber das wissen wir ja, wer kennt es nicht. Aber es funktioniert ordentlich ganz gut und man kann also in Ruhe dann mit dem Fiat das Ganze aufnehmen, die Kisten in aller Ruhe und dann auch eben schon mal gleich wegbringen. Also ich muss sagen, das geht auch vom Zeitlichen her, funktioniert das ganz, ganz gut. So schlecht also gar nicht. Aber mich würde trotzdem mal interessieren, wie eure Erfahrungen da mittlerweile sind mit den neuen Früchten. Werdet ihr diese wirklich auch benutzen? Oder sagt ihr euch auch, so ähnlich wie vielleicht das ein oder andere, sind wir doch mal ehrlich. Ich glaube, viele von uns haben das Thema Weinberge, Trauben natürlich auch am Anfang gehypt. Und wenn man sich dann doch ein bisschen umschaut, ich glaube, es wird kaum noch gemacht. Was natürlich der Grund ist, dass einfach die Sache mit dem Helfer, die Ernte dann doch ein bisschen, ja, ich will es mal so formulieren, mühsam ist für das, was ja auch am Endeffekt dann am Ende bei herumkommt. Aber ich glaube, das ist so eine ähnliche Konstellation wie auch hier mit den neuen Feldfrüchten. Die alleine anzubauen und dann zu verkaufen, ist jetzt auch nicht so spannend. Das Ganze macht nur Sinn, wenn man sie eben in die Produktion gibt. Und ich hatte ja ein bisschen das Glück, weil ich gucke ja immer rein und das fällt mir gerade ein, das müssten wir jetzt auch mal machen, ob es denn was Interessantes zu kaufen gibt. Oh, ein Fendt 500, 150 PS, wäre jetzt nicht ganz so uninteressant, aber das Teil, naja gut, jetzt habe ich schon hier das ist nur der Zusatztank. Okay, damit können wir da nichts anfangen. Nee, das ist nur der Zusatztank. Aber ich habe ja schon ein Gerät fürs Düngen und fürs Kalken, habe ich schon geholt. Nee, also da ist jetzt nichts dabei. Aber was eben mal dabei war, und das zeige ich euch einfach mal hier, das habe ich mir hier geholt. Diese Kartoffeltechnik, den Grimme, den gab es sehr, sehr günstig. Den habe ich mir schon mal gekauft, denn in die Kartoffeln werden wir auch einsteigen. Und das ist ja auch ein Gerät, das auch mal irgendwann kam, weil hier die Philosophie eine andere ist. Hier wird nämlich nicht direkt das Kraut geschlagen und dann halt eben direkt die Knolle aus dem Boden geholt, sondern holt erstmal mit einem anderen Gerät, der hier die Knolle legt, dann praktisch auf dem Feld ab. Und mit dem Gerät hier wird dann die Kartoffelschwart wieder eingesammelt. Und ihr seht, das ist relativ preislich überschaubar und da passen 6,8 Kubikmeter rein. Und wir brauchen auch nicht allzu viel PS. Und ich will auf jeden Fall hier auch in die Kartoffelgeschichte mit einsteigen, denn wir schauen mal ganz kurz hier in die Produktionen rein. Und in dem Verkauf, da sieht man es eigentlich sehr gut. So, ich bin übrigens am Überlegen, ob ich das andere Paket hier mit Silver Run rausschmeiße, weil da sind natürlich diese ganzen Holzsachen drin. So, wir sehen, hier gibt es nämlich Kartoffelchips. Es gibt eine Kartoffelfabrik, eine Kartoffelproduktion hier auf der Map und mit der kann man vermutlich, diese Kartoffelchips, gehe ich jetzt einfach mal davon aus, vermute ich, herstellen. Ich vermute auch, dass wir dafür Öl brauchen, entweder Sonnenblumenöl oder Rapsöl. Dann sehen wir hier die verschiedenen Dosen, die wir ja schon produzieren, denn die Dosenfabrik habe ich ja bereits gekauft. Und dann gibt es hier ja noch die Suppenfabrik und da sehen wir zum Beispiel auch eine Kartoffelsuppe oder eine Dreierlei-Suppe. Also ich denke, die Suppenfabrik wäre als nächstes interessant, weil dann können wir definitiv unsere Kartoffeln auch verarbeiten.
Und ich glaube, da braucht man Wasser. Und wir wissen ja mittlerweile, wo wir sehr kostengünstig, nämlich kostenlos Wasser auch bekommen. Okay, also das auch dazu. Das heißt, die Produktionen sind hier auf der Map, glaube ich, der wirkliche Gewinnbringer oder wie man so schön sagt, ja, wie sagt man denn da? Also mit den Produktionen auf jeden Fall, da lässt sich hier richtig, das ist der Schlüssel zum Glück, damit lässt sich hier richtig Geld verdienen. So, jetzt haben wir schon ein paar Bahnen gefahren, 5526, also allzu viel Soja kommt hier nicht bei rum. Aber, wie gesagt, das sind die Felder, die wir gekauft haben und das Material stand halt drauf und dann werden wir es auch entsprechend abernten. So, ich zeige euch nochmal ganz kurz hier, stopp hier. So, die Kartoffelfabrik, die müsste meines Wissens, wo ist sie denn? Da ist sie, das hier müsste die Kartoffelfabrik sein. Nee, die Getreidemühle, wo ist denn die Kartoffelfabrik? Ist das die Kartoffel? Kartoffelverarbeitung, okay. Und ja, ist ein Stückchen weg von uns, aber da können wir uns natürlich überlegen, ob wir vielleicht irgendwo hier ein Feld, müssen wir mal schauen, weil das ist so eine Sache mit den Feldern, weil zu groß soll es nicht sein. Ich habe jetzt dieses Feld hier zum Beispiel abgeerntet mit der Rote Beete und da ist man natürlich gut unterwegs. Was immer hilft, sind natürlich schlanke, lange Felder, so wie eben diese hier. Dieser Bereich, der ist sozusagen prädestiniert für die neuen Feldfrüchte und für all unsere Früchte, die wir haben. Und der Bereich hier drüben, das ist natürlich eher so das Thema wirklich hier für Getreide, Raps und so weiter. Hier hat man große Feldflächen, um natürlich dann auch im großen Stil hier diese Früchte dann entsprechend anzubauen und zu ernten. Jep, was war hier nochmal? Die Getreidemühle, klar, logisch, bietet sich an. Und da unten eben die Kartoffelfabrik bzw. Kartoffelverarbeitungsanlage. Okay, also die behalten wir mal im Auge. Und die Suppenfabrik war meines Wissens hier unten. Nee, da ist die Molkerei. Hier ist die Suppenfabrik. Okay, gut. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Also so soll es dann auf jeden Fall hier weitergehen. Wir werden definitiv in diesem Projekt in die Produktionen steigen. Okay, warte mal. Bub, das machen wir anders. Da versuchen wir doch, glaube ich, hoffentlich in einem Durchgang den letzten hier zu... Damit wir hier nicht nochmal hochfahren müssen. Kriegen wir das hin? So, versuchen wir es mal. Ein bisschen lassen wir noch stehen, aber das macht wirklich den Kohl hier nicht fett. Okay, das sieht gut aus. Dann könnten wir ja schon mal mit dem Johnny losfahren und abtanken. Hier so früh am Morgen. Fast voller Korntank. So, so, da haben wir ja ein richtig grünes Gespann hier. Der Topliner, der Johnny und der Anhänger. Von Farmtech. Okay. So, jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen, dass wir auch drunter kommen zum Abtanken. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Okay. Dann schaue ich jetzt zu, dass wir auf jeden Fall noch unser Maisgebiss kriegen und dann werden wir noch die Sonnenblumen, jetzt schaltet er schon wieder aus, ich weiß jetzt nicht, woran das jetzt liegt, aber aus irgendeinem Grund schaltet er jetzt immer hier aus. Naja, sei es drum, wir machen hier noch ein schönes Thumbnail hier in den Morgenstunden und ich sage an der Stelle nochmal recht herzlichen Dank, dass ihr hier mit dabei seid bei unserem Projekt. Und wenn euch das Ganze gefällt, dann gerne bitte ein Däumchen oder ein Abo oder ein Kommentar. Darüber würde ich mich sehr, sehr freuen. Ich sage jetzt erstmal recht herzlichen Dank für diese Folge. Wir sind auf der Zielonka und werden da richtig Action machen auf unserem Projekt der Krautschlägel. Ich sage Dankeschön und sage wie immer Tschüss, ciao, cheerio, bis zum nächsten Mal.